Was erreicht man in FIFA 23? Tag 99, ein Tag vor Tag 100 gehen wir heute rein in die Episode. Ziehen heute nochmal einige Packs zum Bundesliga Team of the Season, aber starten heute in der Folge natürlich auch schon wieder rein zum La Liga Tots. Und ansonsten war ich mal wieder fleißig, habe hier ein bisschen was abgeholt, unter anderem diesen Silverstar wegen der Erfahrung und habe dann das mit den Toren und mit den Vorlagen direkt auch noch mitgenommen. Und außerdem habe ich noch den Luis Gustavo freigespielt, den hatten wir auch schon nach der letzten Episode, glaube ich, nach der Weekend League freigeschaltet. Den hole ich mir auch direkt ab. Ansonsten, was geht heute so ab in dem Video? Wir ziehen heute nochmal einige Bundesliga-Upgrades. Ich habe ein paar vorbereitet. 10 Stück. Ist jetzt nicht super viel, aber immerhin. Dann noch das ein oder andere Pack, was wir sonst noch so haben, werden wir aufheben fürs La Liga Tots heute Abend. Dann können wir da direkt reinstarten. Ich habe auch das 11x81+. Was machen wir sonst noch? Wir öffnen 11x81+ Bundesliga-Packs und wir werden das garantierte Bundesliga und das garantierte Saudi-League-Tots-Pack öffnen und dann hoffentlich den ein oder anderen Kracher ziehen. Eventuell auch noch einen Cristiano Ronaldo mitnehmen. Warum nicht? Und dann schauen wir mal, was wir hier heute so reißen können. Ansonsten das Bundesliga-Tots habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht sonderlich umgebaut. Das sieht immer noch so aus wie letzte Woche. Ja, ich hatte nicht sonderlich Glück beim Bundesliga-Team of the Season, was die Red Picks und so angeht. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob ich mein Team umbauen möchte. Vielleicht gehen wir dann doch lieber Richtung La Liga, aber das werden wir jetzt einmal mal sehen. Und ich würde sagen, ich zeige euch kurz die Packs, die ich habe. Ich habe hier Goldpack, Goldspielerpack. Ich habe nämlich noch die Top-Partien abgeschlossen von der letzten Woche. Die werden wir alle für La Liga aufheben, damit wir da ein paar Packs haben, weil es kommt ja kaum was raus von EA, mal so einfach 5x85+ oder irgendwas in der Richtung. Es kommt einfach nicht mehr raus, deswegen heben wir die ganzen Sachen auf. Wir öffnen jetzt nur noch die Bundesliga-spezifischen Sachen. Zur Bundesliga heißt das 11x81+ und diese Bundesliga-Upgrades. Und damit starten wir rein mit den Bundesliga-Upgrades und die verwenden wir dann fürs Bundesliga-Tots-Pack. Abfahrt. Wenn was rauskommt, sehen wir uns. Ansonsten könnt ihr natürlich heute auch gerne wieder zum Supporten einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen, wenn wir heute die 9999 Likes wegen der 99. Folge packen würden. Wäre sehr, sehr cool. Und dann hoffe ich jetzt hier wirklich noch auf den einen oder anderen Banger Team of the Season aus der Bundesliga, weil da gibt es ja geile Karten, die wir alle nicht gezogen haben. Oh, da ist der erste Bundesliga Team of the Season. Deutschland Innenverteidiger Schlotte. Ich glaube, den habe ich bereits. 90er Schlotterbeck. Wir haben auf jeden Fall einen weiteren Tots für den Counter. Das ist ganz geil. Und den kann ich jetzt schon mal für die Bundesliga Tots SBC verwenden. So, hier ist die SBC. Mussten kaum was ausgeben, aber den Mahrez werde ich jetzt hier abgeben mit Schlotterbeck. Oh, wir haben den nächsten Tots. Die Packs gönnen Frankreich. Oh nein, gönn mir doch den Nkunku oder den Diaby, das wäre zu krass gewesen. Kolo Muani, den haben wir schon. Den haben wir schon. Das ist schade. Okay, dann geben wir die jetzt auch noch ab. Und zwar geben wir die ab fürs 85er Team vom 11x81+ Bundesliga-Pack. Ey, ich gebe jetzt nach dem Pack gerade nicht die Hoffnung auf, dass wir vielleicht doch noch einen Diaby oder einen Nkunku ziehen. Vor allem Diaby. Ich will einfach nur diesen Diaby. Wirklich. So, die letzten drei Bundesliga-Upgrades. Wir gehen rein. Ziehen wir noch einen dritten Tots. Das wäre krass. Leider nicht. In den letzten Dingern war leider nichts mehr drin. Dann würde ich sagen, schließen wir jetzt die SBCs ab. Garantiertes Bundesliga-Tots, Saudi-Tots, 11x81+ Bundesliga. Vorher ziehe ich aber noch das 11x81+ Bundesliga-Pack, was wir bereits haben, damit wir da nicht zu viele Duplikate bekommen. Tots, Digga, diese Packs waren bei mir immer schlecht, ohne Witz. Wer ist er? Marco Reus. Das war's komplett, Freunde. Wenigstens muss das zweite gönnen. Ich sag euch, wie es ist. So, das 83er Team vom Bundesliga Tots Pack haben wir damit auch abgeschlossen. Also das Bundesliga Team of the Season Pack ist damit schon mal eingetütet. Dann haben wir jetzt hier das 82er Team vom 11x81+ Bundesliga Pack. Damit ist das Ding auch abgeschlossen. Und wehe, da ist diesmal kein Tots drin. Und hier ist das Saudi League Tots Upgrade, da hoffe ich natürlich auf Ronaldo oder einer von den Brasilianern, Romarinho oder Talisca. Das wäre auf jeden Fall sehr fresh. Und ich würde sagen, wir fangen wieder an mit dem Bundesliga-Pack, aber das 11x81. Los, hier ist es, 3, 2, 1. Wenn da jetzt keiner drin ist, dann habe ich, glaube ich, aus 3 oder 4 Stück keinen Tots gezogen. Es macht so viel Spaß, Freunde, wirklich. 85er Gnabry, das ist absolut gestört. Check ich auch irgendwie null, wie das so schlecht sein kann. Wenigstens ein paar 85er, 84er, aber alles in allem ein absoluter Scam, leider. Schade. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Saudi League Tots Pack. Komm schon, wenn da jetzt eine Moments-Karte rauskommt, dann war es das komplett. Wir gehen rein und
Und das wird keine Moments-Karte. Ja! Wie kann ich mich nur so rasieren lassen, wirklich? Wie kann ich mich so... Das, meine Freunde, war es komplett. Den habe ich, glaube ich, zum Glück erst für der SBC abgegeben. Das tut weh. Und dann gehen wir jetzt hier zum Abschluss rein ins Bundesliga-Totspack. Erwarte ich auch absolut gar nichts, wirklich. Da wird jetzt erstmal eine Deutschlandflagge rauskommen. Niklas Füllkrug auf Ansage. Frankreich! Ja, let's go, Junge. Wir haben ihn wirklich gezogen. Oh mein Gott, wir haben ihn wirklich gezogen. Das war mein absoluter Wunschspieler. Seit Tagen wollte ich den haben. Der ist so geil in-game. Oh mein Gott, Junge. Das ist sehr, sehr geil. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Okay, jetzt müssen wir fast unser Team umbauen. Jetzt müssen wir es fast umbauen. Weil ich habe ja auch einen roten Frimpong. Ich habe einen Davis gezogen. Aber dann können wir nicht mit der Premier League weitermachen. Das ist super schwierig, das Team hier umzubauen. Sage ich euch ehrlich, das ist super, super schwierig. Also keine Ahnung, wie wir das regeln sollen. Okay, ich bin da so ein bisschen überfragt. Ihr könnt mir gerne wieder Einsendungen zukommen lassen. Eventuell auch mit einem Saint-Maximin. Der ist ja auch ziemlich geil. Ich bin gerade echt hin und her gerissen. Man könnte das Ganze auch bauen mit Saint-Maximin statt Ronaldinho. Ich weiß, Ronaldinho ist GOAT, aber ich hätte auch mal Bock auf ein anderes Team. Und Eusebio könnte man theoretisch auch mal auf die Bank setzen. Ich finde Eusebio sehr, sehr geil, aber teilweise finde ich ihn irgendwie auch manchmal nicht so geil. Ich hätte auch irgendwie Bock auf ein Team mit Coman, Saint-Maximin, Diaby, Frimpong. Ich habe keine Ahnung. Ihr kennt meine Untrades, ihr könnt mir da gerne was zukommen auf Insta. Dann schaue ich mir das mal an bei Zeiten. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt damit rein in die Weekend League. Qualifikation, vamos. So, wir gehen rein in Spiel Nummer 1. Diaby habe ich mir noch auf die Bank gesetzt und wir kommen gegen den roten De Bruyne. Komm jetzt. Eusebio 1:0. Ja, Euse macht er nicht, aber Ayran steht wieder goldrichtig. Let's go. Ronaldinho 3:0. Der wird ja jetzt auch die Tage eine SBC bekommen. Wenn das Video raus ist, hat er wahrscheinlich schon seine Prime-SBC bekommen. Bin ich auch am überlegen. Vielleicht können wir ja auch den machen, aber schauen wir mal, ne? 4:0 Mbappé. Ich check als ohne Witz nicht, wieso sich die Leute das sogar in der Quali als geben. Der Typ hatte nicht mal einen Torschuss. Es ist eigentlich sowas von klar, dass er hier verlieren wird. Aber dann bis zur 90. Minute durchzocken, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was geht hier ab. 5:0. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn das Spiel vorbei ist. Ist nämlich absolut sinnlos. Moin Meister, und da ist er weg. Direkt nach dem 5:0. Alles gut. Wir machen weiter. Weiter geht's. Rein ins nächste Game. Sieht sehr stark aus. Oh, das war stark gespielt. Ronaldinho mit dem 1:0. Stark gespielt. Ronaldinho an den Pfosten. Digga, was macht ihr hier? Es gibt Elfmeter. Hä, was ist hier passiert? Komm, Euse, einmal mal in die Mitte. Ja, easy. Und der Gegner quittet. Wir stehen 2:0. Spiel Nummer 3. Auch ein sehr geiles Team. Roter Diaby. Ich hätte ihn so gerne in Rot gehabt, weil das Trikot ist rot. Und dann sieht die Karte aber so geil aus, Mann. Let's go, Mbappé 1:0. Und der Gegner macht direkt die Konsole aus. Spiel Nummer 4, wieder World Cup Lucio. Den hätte ich auch irgendwann mal gerne, aber gut. Es ist vielleicht besser, dass ich den nicht habe. Ich habe so viele geile Karten im Verein, ich weiß mittlerweile nicht mal, was ich spielen soll. Komm, Eusebio. Mit dem 1:0, er bleibt cool. Ja, Mbappé macht ihn rein zum 2:0. Mbappé sieht da hinten Ayran 3:0. Gegner meldet die Pause an und quittet. Weiter geht's. 4:0. Spiel Nummer 5 steht an. Roter De Gea, roter Davis, Lai, Bruno, Guimarães. Alles klar. Ah, kein guter Start nach nicht mal 3 Minuten. Komm. Ronaldinho endlich 1:1. Hier müsste 5:1 für mich stehen. Ich sage euch, wie es ist. Let's go, 2:1, hochverdient. Das ist sehr, sehr gut gespielt, 3:1. Ayran mit dem 4:1, das Ding ist durch. Gegner meldet auch die Pause an. Sehr gut und wir stehen 5:0. Wir gehen rein in Spiel Nummer 6, fast ein Full Team of the Season Team mit sehr krassen Karten. Ja, Gegner macht das 1:0. Oh, wir bekommen einen Elfmeter, ich weiß nicht wieso, aber nehme ich. Wir schießen den wieder in die Mitte. Hä? Oh, ich hab doch in die Mitte ge... Ach. Der kommt. Überragend 1:1. Ja, Eusebio 2:1, Spiel gedreht.
Na, das gibt's nicht. Sein zweiter Schuss, sein zweites Tor. Ja, das ist gut gespielt, Mbappé. Bringt uns die Führung. Let's go, 4:2. Es läuft heute wieder richtig gut. Oh ja, da ist einer glockenfrei. Saka, Hacke zu Hacke, 5:2 Gegner. Melde die Pause an und wir stehen 6:0. Heute ist was drin, Freunde. Wir gehen rein in Spiel Nummer 7. Roter Donnarumma bedeutet nie was Gutes. Ihr wisst Bescheid. Füllkrug im Sturm, sympathisch. Komm, Mbappé mit dem 1:0. Saka an den Pfosten. Hier muss es gefühlt 10:0 stehen, ich schwöre. Komm jetzt, let's go, 2:0. Let's go, das ist das dritte und der Gegner meldet die Pause an. Also der wurde wirklich auseinandergenommen. Ich würde mir echt gerne mal die Statistik anschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich aufs Tor geschossen habe. 13 Mal, Bruder. Also ja, das geht fit, 7:0. Wäre schon sehr, sehr geil, heute ein 10:0 in der Quali. Aber jetzt wird es eklig bestimmt. Die letzten drei Spiele stehen an. Ja. Boah, was ein Schuss mit rechts. Ayran, was ist los? Starkes Ding. Ayran wieder mit rechts. 2:0. Let's go, das gibt einen Elfmeter. Und jetzt haben wir die Chance aufs 3:0. Und warum jetzt nicht einmal mal den auch reinmachen? Ohne Witz. Achtung, jetzt bekommt ihr was zu sehen. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ja, merkst du selber. 3:0. Nope. Junge, oh mein Gott, wäre ich mad, Alter. Was war das für eine Aktion? 4:0 und der Gegner ist raus. Oh mein Gott. Rein da, zwei Games noch. 8 Siege haben wir schon sicher und jetzt kommen wir gegen das schöne Team. Komm, Eusebio 1:0. Ich bin hier am Schwitzen ohne Ende. Und der Gegner hat auf einmal keinen Bock mehr und quittet. Gerne, wirklich gerne. Sehr, sehr gerne. Moin Meister, 9:0. Let's go, rein ins entscheidende Spiel um das 10:0. Das sieht ekelhaft aus. Let's go, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, hier kracht's aber ganz gewaltig, wie viele Chancen ich jetzt schon vergeben habe. Jetzt, let's go, wichtig, 1:0. Oh, er meldet direkt die Pause an. Bitte seid ein Ehrenmann. Ehrenmann, 10:0 nach Wochen endlich mal wieder geschafft. Ist vielleicht auch ein gutes Omen für die Weekend League. Allerdings muss ich die am Samstag komplett durchzocken, weil ich dann von Sonntag bis Sonntag im Urlaub bin, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Es werden trotzdem noch 2 RTG-Folgen kommen und natürlich auch Folge 100, heißt Folge 100, 101 und 102. Easy Playoffs, Rang 1, damit bekommen wir fürs La Liga Totzen 150 und 35k-Pack. Weltklasse. Ich habe richtig Bock und dann würde ich sagen, warte ich jetzt hier kurz ab, bis das La Liga Tots rauskommt und dann gibt es ein fettes Pack-Opening. So, Freunde, es ist 19 Uhr. Wir schauen uns noch kurz zusammen das Tots an. Llorente sieht unfassbar aus, die Moments-Karte. Galan, dann haben wir Araujo. Ja, den gab es schon. Fekir ist auch wieder am Start, wie jedes Jahr. Aber was wir sehen wollen, sind die Team of the Season-Karten. Wo ist er? Vinicius, auf den habe ich so Bock. 5-Star Skills, 5-Star Weak Foot. Ich werde ihn nie bekommen, aber ich habe Bock auf ihn. Modric, geisteskrank. Benzema mit 5-Star Skills. What? Lewandowski sieht auch böse aus. Eder Militao hat auch nochmal eine Karte bekommen. Die krasser ist als sein Team of Season. Team of Year. Petri nice. Ter Stegen. Griezmann mit 5-Star Skills. Ei. Also die Karten ballern wirklich auch wieder richtig, richtig böse. Bei Werde habe ich höher erwartet. Sein Rating, aber sieht auch nice aus. Ja, ich würde sagen, wir versuchen unser Glück. Wir haben ja einige Sachen am Start, einige Packs. Außerdem habe ich die Flash-SBC gerade noch abgeschlossen. 2x86 Plus Pack kam raus. Eins kann ich auch gleich noch abschließen. Werde ich machen, sobald wir Duplikate haben. Dann machen wir es damit. Und jetzt ist Projekt La Liga Team of the Season ziehen angekommen. Wir haben einen Community-Tots damals gezogen, freitagabends. Wir haben einen Premier League Team of the Season abends gezogen, sogar mehrere. Und wir haben Bundesliga Team of the Seasons gezogen. Jetzt heißt es La Liga Team of the Seasons ziehen und ich bin mir eigentlich sicher, dass wir es packen mit dem 2x86 Plus und mit dem 11x81 Plus La Liga Pack, was wir auch noch am Start haben. Da gehen wir jetzt rein. Ich habe Bock ohne Ende und ich würde sagen, wir sehen uns sobald ein Walkout oder irgendwas aus den Schmutzpacks hier
vorbeischaut und dann sehen wir uns zu den Kracher-Packs wieder, Freunde. Let's go. So, letztes Pack von den eher schlechten. Wir ziehen hier, okay, wir ziehen wenigstens Casemiro als Walkout. Vorher war absolut gar nichts drin und der ist sogar tradable. Pack den erstmal auf die Transferliste. Eventuell werde ich den mir dann wieder zurückholen und dann für eine SPC verwenden. Aber jetzt geht's rein. Wir haben ja auch noch die Quali-Rewards schon fast wieder vergessen. 35, 50 und 100k Pack. Aber wir haben hier auch ein Prime-Spieler-Pack aus der La Liga. 12 La Liga-Spieler, 6 selten. Schauen wir mal, wer weiß, wer weiß. Leider nicht. Die Lampe geht nach oben und wir ziehen den guten Oyarzabal. Aber leider kein Team of the Season, wo ich drauf gehofft habe. Und ansonsten, ja, der Rest des Packs ist auch nicht der Rede wert. Was haben wir ansonsten noch am Start? Ich bin gerade ein bisschen lost. Ich habe das 35k-Pack tradable. Dann habe ich hier noch ein paar 81-Plus-Packs. 8-mal La Liga, 11-mal La Liga und das Walkout-Pack, was ich gleich dann auch noch abschließen werde. Und halt, wie gesagt, die Tradable-Packs. Hä? Von was ist denn das 35k-Pack hier vorne? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das wäre aus den Rewards, aus den Quali-Rewards. Und wir ziehen hier keinen 83er. Geil. Aber, okay, dadurch, dass es tradable ist, ist es automatisch wie immer schlecht. Man kennt's, man kennt's, man kennt's. Dann würde ich sagen, öffne ich die 81-Plus-Packs. Ab heute gehen auch neue TOTS-Anmeldungsdinger wieder los, habe ich gerade gesehen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Da kann man sich dann auch wieder easy in der nächsten Zeit geile Karten holen. So, wir haben hier noch ein 8-mal La Liga-Spieler-Set. Mal schauen. Das sind ja dann die Upgrades, die am Montag kommen sozusagen. Wir ziehen hier schon mal keinen, aber auch hier ein 84er Muniain. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Tradable Weekend League Rewards. Vorher ganz wichtig, wie immer, das Vorschau-Pack mitnehmen. Man kann nie wissen, wann man da mal lackt. Und da kann wirklich absolut jeder auch mal eine Icon oder ein Trotz ziehen. Also probiert euer Glück, wenn ihr das Video seht. Und dann starten wir jetzt hier rein in die Quali-Rewards. Hat sich das 10:0 gelohnt? Wir starten rein mit einem 84er Calhanoglu. Das ist schon mal in Ordnung, aber auch nicht super geil. Dann steigern wir uns aufs 50k-Pack. So eine Tradable-Trotz-Karte wäre schon Weltklasse. Sage ich euch, wie es ist. Es wird ein 84er Martip. Oh Mann, Alter, wirklich. Oh Mann, Alter. Wo sind die guten alten Zeiten hin, als wir Cesinho aus den Quali-Rewards gezogen haben? 100k-Pack. Komm schon, Junge. Das wäre echt cool. Es wird kein Tots. Schade. Sondern Brasilien-Stürmer. Wow, Alter. Die Rewards haben sich null gelohnt. Das ist, ja, enttäuschend leider. Aber jetzt kommen wir zu den Packs, da habe ich die meiste Hoffnung. Nämlich das Doppel 86 Plus und das La Liga Pack. 11-mal La Liga Pack. Ich würde sagen, komm, wir machen es auf. 11-mal 81 Plus La Liga. Komm schon, bitte gib mir einen Team of the Season Moments. Oh, fick hier. Ah, bei der Moments-Karte war ich gerade bei Marcus Llorente, weil der ist halt echt geil. Fekir ist so lala, würde ich sagen. Ist so lala. Ich weiß gar nicht, hätte er 5-Star Skills bekommen, dann wäre es ganz cool. Aber ich hätte lieber eine Tots-Karte gezogen. Ich meine, der zählt auch für den Tots-Counter. Moments-Karten nehmen wir ja auch mit rein. Aber naja, was haben wir dahinter? Leider nichts. Schade. Der Mann hat 5-Star Skills. 4-Star Weakfoot. Die Stats sehen schon knackig aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der großartig was kostet. Nee, der ist schon relativ weit unten nach 5 bis 10 Minuten, nach 19 Uhr, wie ich hier sehe. Also das Ding war nix. Dann würde ich sagen, Hazard geben wir ab fürs 86-Plus-Pack. So, da ist das Ding. Flash-Upgrade. Das heißt, wir können jetzt zwei 86-Plus-Packs ziehen. 2x 86-Plus. 2x 2x 86-Plus. Moin, Meister. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man halt eine Gold 86er-Karte zieht, ist halt schon sehr, sehr hoch. Aber man kann ja nie wissen, ne? Man kann ja nie wissen. Zwei Packs haben wir davon. Die restlichen, die an dem Abend noch rauskommen, werde ich alle noch mitnehmen für die nächste Folge. Das ist klar, weil ich finde, preis-leistungstechnisch ist das echt in Ordnung, was man dafür abgeben muss. Und dann gehen wir jetzt rein. Erste 86-Plus-Pack. Komm schon, gib mir die Team of the Season-Karte. Bitte was Gutes. Brasilien. Ciao Leben, Marcelo Kroh, ich hab dich wirklich vermisst, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Brasilien wäre einfach Eder Militao oder Vinicius gewesen. Wie kann ich mich davon jedes Mal hops nehmen lassen, wirklich? Gebt's zu, Freunde, ihr habt das gleiche gedacht, oder? Wir gehen rein, zweites, 2x86+, ich bin gebrochen. Und jetzt erst recht, wir ziehen nun Gold-Walkout, Frankreich-Torhüter, Hugo Lloris und dahinter ein Parejo. Schade, wir
Wir haben trotzdem La Liga Tots gezogen, nämlich Fekir. Wenn euch das Video gefallen hat heute, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Die Tage gibt es dann die Folge 100. Checkt auf jeden Fall auch noch das Video hier ab und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.